Huiuiuiuiui, die letzte Folge war ganz schön knapp. Hoffentlich muss ich nicht zu viel schneiden, da bin ich nämlich über das Zeitlimit gerutscht. Aber das soll euch egal sein, denn das hier ist die neue Folge. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Vokeslands. Wir machen den Berg weiter schön, denn ein schöner Berg ist schön. Habe ich übrigens im Bildungsfernsehen gesehen. Bildungsfernsehen! Also bei Galileo auf ProSieben. Dass irgendwo in Asien einer einen Berg grün angemalt hat, weil das nach Feng Shui geiler war für ihn. Das war die einzige Begründung. Nach Feng Shui ist das geil. Der Typ ist absolut Gold. Über Jahre hinweg hat ihm seine Familie dabei geholfen, den Berg grün anzumalen. Weil er das wollte. Weil er wollte, dass man so von seiner Veranda aus diesen grünen Berg sieht. Ach, weiß ich nicht. Macht eine ISO nach. Fand ich super cool. Das fand ich ausnahmsweise mal richtig gut, so den Beitrag. Oh, das sieht schon nett aus. Ich finde Holz. Die Holztextur ist wirklich. Würdest du bitte laden, du blöder Chunk? Ich will hier was begutachten. Kack-Chunk. Jetzt bin ich falsch geflogen. Ja, Holz tut sich schon sehr gut in die. In die Dings ein. In die Landschaft ein, Dingsen. Ist ein schöner Kontrast. So. Und nu? Machen wir weiter. Wo war ich? Ich kann ja da nochmal zumachen. Und so tun, als ob. Oder wir gehen wirklich an den Innenausbau von dem Klotz hier. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe. Ich habe eine Frage an euch. Ich weiß, da treffe ich wieder einen wunden Kern oder ein Thema des Nichtinteresses, denn ich bin ja auf weiter Flur relativ alleine. Aber vielleicht habt ihr trotzdem eine Meinung dazu. Vielleicht seht ihr trotzdem die Idiotie an der Sache, die mich so ein bisschen stört. Und da ich gerade ein akutes Déjà-vu habe, weiß ich nicht, ob ich darüber schon mal geredet habe. Wie dem auch sei, es gibt mittlerweile. Ich sehe die Werbung immer und immer wieder. Ich habe das Gefühl, die kommt immer öfters. Es gibt mittlerweile eine vegetarische Linie von Rügenwälder. Und jetzt würde ich euch gerne fragen. Die Frage wollte ich eigentlich vorher stellen. Und das habe ich gerade total verkackt, merke ich, was mich ein bisschen ärgert, aber darauf werde ich nicht weiter eingehen. Würdet ihr zum Metzger gehen, um dort vegetarisches Essen zu kaufen? Also ihr geht zum Metzger eures Vertrauens, der auch immer 500 Gramm Hack für euch hat, wenn ihr haben wollt. Und geht zu dem, ausgerechnet zu dem hin und sagt: Pass mal auf, Jochen, schön, dass wir uns heute sehen. Gib mir doch mal, weiß ich nicht, gib mir doch mal, vegetarisch gefüllte Paprikaschoten. 5 Stück. So. Und er guckt euch an und sagt: Ja, du, gebe ich dir. Willst dabei noch ein bisschen, veganes Hack mitnehmen? Ist heute im Angebot. Und ihr sagt so: Ja, geil, schön, wenn du hast. Gib halt her. Huch, warum? Krieg ich Schaden? Du böser Mensch! Oh nein, er macht alles kaputt. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Komm her. Komm her. Party People. Wo schießt er denn hin? Ja, tot. So schnell geht das nämlich. Ja. Würdet ihr das machen? Würdet ihr da hingehen ausgerechnet? Nein? Warum nicht? Weil das komisch wäre. Sind wir doch mal ehrlich. Ihr geht zum Metzger und holt euch da vegetarische Klamotten. Das ist merkwürdig. So, jetzt stelle ich mir als hoffentlich nicht allzu sehr, man muss ja mal ein bisschen aufpassen, nicht allzu sehr Borderline-Vegetarier natürlich die Frage: Warum um alles in der Welt sollte ich mir vegetarische Alternativen zu Fleischgerichten von Rügenwälder holen, die seit Jahren nichts anderes machen, als Fleischprodukte zu produzieren? Und darüber hinaus in der Kritik stehen, was deren Tierhaltungsgedönse angeht, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern einfach, es geht ums Prinzip. Warum sollte ich plötzlich. Das ist so, als wenn. Machen wir mal ein schönes Beispiel, was mir gerade spontan gekommen ist. Wenn ihr seid Sporttaucher, ne? Würdet ihr von einem Giftgashersteller Sauerstoffflaschen kaufen? Ist sehr extrem, gebe ich gerne zu, aber würdet ihr es tun? Nein, weil einfach das eine Geschäftsfeld das andere Geschäftsfeld so komisch aussehen lässt in dem Moment, dass ihr euch denken würdet, ne, das ist irgendwie. Das ist ja eine komische Kombo. Giftgas und Sauerstoffflaschen zum Sportbetrieb beim Tauchen. Wenn da mal was schief geht, huiuiui. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass in deren vegetarische Alternativen irgendwie Fleisch reinrutscht, weil das ja alles eine gleiche große Firma ist. Ist es nicht. Das sind wahrscheinlich verschiedene Standorte und verschiedene Fabrikanlagen und so weiter und so fort. Aber es ist einfach komisch. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht bockt mich das einfach auch viel zu sehr, weil ich davon halt mehr tangiert bin. Aufgrund meiner Ernährung. Aber
deswegen versuche ich ja auch irgendwie so ein bisschen Vergleiche zu ziehen, die ein bisschen, ich sag als bisschen, ne? Ich sag die ganze Zeit bisschen, die ein wenig aufzeigen, wie abstrakt das eigentlich oder wie kontrovers das sich für mich darstellt. Dass die jetzt sagen, hey cool, so langsam aber sicher scheinen immer mehr Leute vegetarisch zu essen. Lass mal hier die Cash-Cow melken mal mit, wir machen jetzt auch vegetarisch. Und ich find's halt auch so ein bisschen... Hab ich darüber echt noch nicht geredet? Ich hab grad ein ganz fieses Déjà-vu. Falls ja, ab die Aufmerksamen unter euch, wenn ich darüber schon mal gequatscht habe, bitte mal Folge und so in die Kommentare schreiben. Und dann, weiß ich nicht, gibt's ein Steam-Gift-Key oder so. Ich guck mal, was ich noch auf dem Humble-Bundle rumliegen hab. Könnt euch was aussuchen. Aber ich glaube nicht. Denn, ihr müsst ja, dieser Markt, ne, der vegetarischen Alternativen. Ich weiß nicht, diejenigen von unter euch, die schon mal losgezogen sind und haben irgendwie für Bekannte oder so oder auch für sich selbst mal versucht, was zu kaufen. Das Zeug ist teuer. Also wenn man Vegetarier sein möchte und möchte halt trotzdem mal eine Bratwurst haben zum Grillen, ja, dann kannst du die, also entweder holst du dir halt als 0815 Carnivare, das Fünferpäckchen Bratwurst für 1 Euro oder 2, je nachdem wie du auf Qualität bist oder auch nicht. Oder du holst dir halt vegetarische Bratwürstchen, zahlst halt für 2 Würstchen 5 Euro oder 4 oder 3, ohne übertreiben zu wollen. Dahinter liegt natürlich ein bisschen Gewinnmaximierung, das muss man so sagen. Also das sind ja auch keine Gutmenschen, sage ich jetzt einfach mal. Die machen das ja auch nicht zum Spaß, sondern die wollen ja was damit verdienen. Das steckt natürlich dahinter, das Kalkül, aber natürlich auch die Tatsache, dass der Markt, der Vertrieb halt nicht da war. Man liefert kleinere Mengen aus, dadurch sind die Kosten höher und dadurch kann man das Produkt halt nicht so günstig anbieten, wie man gerne wollen würde. Zumindest soweit die Theorie. Und ja, das End vom Lied ist, Massenfleischproduktion ist halt kein Thema, ist günstiger im Laden als halt die vegetarischen Alternativen, weil der Absatzmarkt kleiner ist. So oder so ähnlich. Falls ihr da euch näher mit befassen wollt, müsst ihr Wirtschaft studieren. Ich habe keinen Bock drauf, Wirtschaft zu studieren. Aber so oder so ähnlich kann man das, glaube ich, ausdrücken. Falls nicht, korrigiert mich, wie immer. Und ja, da sind also diese Firmen, die, sag ich mal, seit, nehmen wir mal, sagen wir mal, 10 Jahren. Die seit 10 Jahren versuchen, sich irgendwie zu etablieren auf einem Markt. Und die sich über jeden Vegetarier, jeden neuen Vegetarier freuen und auch so ein bisschen knapsen und ach und toll und überhaupt. Und die gerade jetzt so ein bisschen merken, hey, geil, Aufwind. Jetzt, vielleicht können wir unsere Linie zukünftig ein kleines bisschen günstiger machen oder zumindest nicht teurer machen, weil der Absatzmarkt wird besser, es kommen mehr Leute dabei und so. Und, ja, alles cool, alles toll. Und dann kommt so ein Global Player wie Rügenwalder, dem, Verzeihung, die Kohle aus dem Arsch hängt wahrscheinlich und sagt, ey, geil, wir machen jetzt auch vegetarisch. Aber wisst ihr was? Wir machen direkt Kampfpreise, weil wir können uns das leisten. Schubdidu! Und jetzt muss ich dabei sagen, ist natürlich reine Theorie, habe ich irgendwelche Wirtschaftsjournale abonniert, die mir immer wieder sagen, echte Grundsatz-Vegetarierfirmen machen pleite, weil jetzt meinetwegen Rügenwalder auf vegetarisch umschwenkt, habe ich sowas zur Hand? Nein, habe ich nicht. Das entspringt alles nur meinem Kopf. Aber ändert ja zumindest prinzipiell nichts an der Tatsache, dass es tendenziell so sein könnte zukünftig. Und ja. Wie gesagt, es wird halt langsam auffällig, es ist ein gewisser, wenn auch kleiner, ich nenne es mal kleiner, aber feiner Markt da. Und ja, da wo Markt ist, da wo eine Kuh ist, da will gemolken werden. Wer melkt, ist dann egal, quasi. Naja, aber das Thema habe ich eigentlich auch schon wieder total überstreckt. So weit strecken wollte ich das gar nicht. Ich wollte auch eigentlich nur fragen, würdet ihr zum Metzger gehen und dort vegetarisches Essen kaufen? Und dass das kontrovers klingt. Naja. Also, auch Hintergrund ist halt, ich habe 2, 3 Leute, die halt auch keinen, wie man es halt so ist, man findet sich ja untereinander, die halt auch kein Fleisch essen und die feiern das halt total. Und ich kann halt nicht verstehen, dass die das so feiern. Ich finde das halt, ich finde es eher komisch zumindest. Nicht pauschal blöd. Hier, Maika, diese Currywurst von Maika, die du in der Mikrowelle machst, weiß ich noch von früher, habe ich mir mal in der Mittagspause damals, als ich noch Fleisch aß, die fand ich total widerlich. Die gibt's jetzt auch vegetarisch. Hurra. Naja. Gleiches Spiel eigentlich. Auch Maika. Maika macht das Würstchen. So, jetzt macht Maika das vegetarische Würstchen. Das ist ganz, ganz... Ach, ihr kennt meine Meinung jetzt. Sagt mir was dazu, wenn ihr möchtet. Müsst ihr aber nicht. Und jetzt sind wir, wahrhaftig,
Jetzt sind mir doch die Themen aufgegangen. Beziehungsweise ich kann ja mit meinem Megathema anfangen. Du lieber Gott. Nein, brauche ich gar nicht. Ich habe hier noch was gefunden. Ah, cool. Ich habe eine Seite zu früh weggelegt. Man freut sich über kleine Dinge. Zeitfenster, 4 Minuten noch. Gut. Dann kann ich euch eine Geschichte erzählen von mir. Und möchte euch zuerst eine Frage stellen. Habt ihr euch schon mal im Umgang mit Technik, ich nenne es mal, so richtig blöd? Seid ihr euch schon mal so richtig doof vorgekommen? Also ihr habt ein Stück Technik in der Hand und wisst nicht so genau, wie man das jetzt benutzt. Und dann fragt ihr den Bekannten, ey, kannst du mir mal helfen? Und der weiß ich nicht. Geh mal vom Computer aus, der macht 3 Klicks und sagt, hier ist doch alles gut. So, nächstes Mal kannst du es selbst. Und ihr habt das gesehen und denkt so, oh, wie doof. Das hätte ich vielleicht auch noch selbst gekonnt. Und am besten setzt man noch einen oben drauf. Eine Woche später wollt ihr genau das machen, was euer Bekannter gemacht hat und merkt, ihr konntet euch diese 3 einfachen Klicks nicht merken und müsst ihn wieder anrufen und muss euch wieder helfen. Dann fühlt man sich natürlich erst richtig, richtig doof. Ich denke mal, so eine Situation, sei es mit dem Auto, sei es am Computer, mit was auch immer, haben wir alle schon mal irgendwie gehabt. Vermute ich jetzt einfach mal so. Niemand ist perfekt. Und ja, so Situationen gibt es. Pauschalisiere ich mal. Und jetzt, einfach mal um das aufzubauen, wollte ich euch damit eigentlich auch nur sagen, macht euch nichts draus, denn das passiert selbst diejenigen, die der festen Überzeugung sind, sie hätten den Beruf gelernt. Selbst diejenigen stehen manchmal wie der Ochs vorm Tor und wissen nicht genau, was eigentlich los ist. Zum Hintergrund. Ich habe es wahrhaftig geschafft, mir gebraucht von einem Kollegen im Jahr 2016 meine erste SSD zu erstehen. Also wenn man jetzt von der Mördermaschine hier vor mir absieht, die ja auch eine SSD drin hat, die erste SSD in meinem Leben gekauft. So, da hatte ich die in der Hand. Okay, ist schön leicht. Sieht aus wie eine 2,5 Zoll Festplatte. Alles cool, alles toll, alles prima. Was machst du jetzt eigentlich damit? Ja, dann habe ich mir gedacht, die packst du dir in deinen Hauptrechner, der ja nur ein bisschen am Leiden ist. Ich meine, ihr habt die früheren Aufgaben gesehen. Die packst du in deinen Hauptrechner, dann wird er bestimmt schneller. Und dann starten auch Steam-Spiele und sowas, starten das schneller. Und sowieso und überhaupt und toll. Und dann hast du mich gesehen. Das zur Theorie. Ich also die Platte eingebaut, Platte wird erkannt. Cool, toll, prima, jetzt musst du nur noch das System, hab mir gedacht, installierst das System auch gleich neu mit dabei. Dass ich hier so ein bisschen wahllos rumlaufe, wundert euch nicht. Ich überlege, was ich als nächstes tue. Bleibe, glaube ich, doch bei der Franzosenflagge. Alles toll, alles prima, mach's jetzt neu. Soweit, so gut. Und ja, hab das dann halt so gemacht. Und hab das System installiert, da so auf die SSD. Und dann kam halt irgendwann so der Moment, wo das System halt lief. Und ich dann auch, dann war dann Steam mit dabei und blablabla und überhaupt. Und dann wollte ich mal so Spiele starten. Wollte mal gucken, ob die Spiele schneller starten, ne? Also der Systemstart, ich meine, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich voller Slowpoke. Da habt ihr alle schon längst gemerkt. Aber der Systemstart im Vergleich natürlich extrem schnell, wie im Gegensatz zu vorher. Und ja, wollte mal gucken, wie so ein Spiel startet jetzt. So ein Borderlands oder so. Oder auch meinetwegen auch so ein Grid oder keine Ahnung was. Was ich halt so zocke im Moment. Oder auch nicht. Und starte das Spiel und denk so, das ist jetzt nicht wirklich schneller. Und, ja. Lange Rede kurz. Ich habe zwar das System, das Host-System, auf der SSD installiert, habe aber ausgeblendet in meinem Köpfchen, dass Steam seine Daten ja auf Home legt und habe während der Installation meine Festplatte, also meine reguläre Festplatte, als Home gemountet. Ja, da kann dann nichts schneller starten. Das war irgendwie, weiß ich nicht, war so ein richtig schöner, toller Denkfehler. Andere Leute würden das für sich behalten. Ich posaune es in die Welt hinaus. Was soll schon geschehen, wenn ich morgen gekündigt werde? Seid ihr schuld? Ihr und eure ständige Gier nach neuen, tollen Themen, die euch unterhalten und mich als absoluten Idioten dastehen lassen. Pfui, pfui, super pfui. Schämt euch. Bis aufs Blut. Und noch viel weiter. Würde, wer hat das eigentlich gesagt? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Captain Planet? Nee. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ah! Buzz Lightyear, Toy Story. Der war's. Glaub ich zumindest. Ach, wisst ihr was? Ich sag erstmal Tschüss, weil ist eh durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hat Spaß gemacht. Macht das gut. Haut rein. Tschüssi!